Moin, mein Name ist Uli König und dies ist mein neuer Videopodcast. Was soll dieser Podcast? Dieser Podcast soll euch die Politik aus meiner Sicht ein bisschen näher bringen. Ich habe drei Hauptthemen, auf die ich mich in diesem Podcast konzentrieren werde. Das ist auf der einen Seite Verbraucherschutz, die Hochschulpolitik und das Petitionswesen. Ich bin Vorsitzender des Petitionsausschusses und muss daher mich ganz viel um Petitionen und so weiter kümmern. Außerdem bin ich von Haus aus Informatiker, deswegen interessiere ich mich sehr für IT, mache das hier aber nicht exklusiv. Außerdem bin ich ehemaliger Mitarbeiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz und interessiere mich daher auch in dieser Fraktion ganz stark für den Datenschutz im Land. Warum dieser Podcast? Es ist nicht einfach als Politiker die Themen, die man behandelt, rüberzubringen. Man kann in einer Pressemitteilung, die dann möglicherweise von einer Zeitung abgedruckt wird oder auch nicht abgedruckt wird, nur sehr wenige Informationen rüberbringen bei komplexen Sachverhalten. Die Idee dieses Podcasts ist es, dass ich mir jede Woche einmal ein Thema rausgreife und dieses Thema aus meiner Sicht erkläre. Es soll nicht zu lang werden, aber es soll auch durchaus ein bisschen Informationen rüberbringen, dass man versteht, was denn eigentlich dahinter steckt. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare zu diesem Podcast. Ich bin auch einfach zu erreichen. Ich habe eine Telefonnummer, die wird unten eingeblendet. Außerdem bin ich per E-Mail erreichbar und man kann mich auch hier gerne besuchen in meinem Büro. Es ist allerdings gut vorher, sich mal zu melden, dass man vorbeikommt, sonst bin ich möglicherweise auch nicht da. Dieser Podcast wird als Video verfügbar sein. Ich werde ihn auf meine Webseite packen. Ich werde ihn auch auf YouTube packen. Aber ich werde auch versuchen, ihn nur als Audio verfügbar zu machen, dass man sich das zum Beispiel auf dem Handy als normalen Audio-Podcast abonnieren kann. Ja, vielen Dank schon mal. Die erste inhaltliche Folge wird es dann voraussichtlich am kommenden Montag geben. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!